ernährt eure Familie, alle werden Spaß haben. Schwing! Also wir haben folgendes Problem. Wir können uns nicht ganz entscheiden, ob wir haben ja vor, nach Hannover zu fahren. Haben wir ja gar nicht erwähnt, ne? Stimmt, ja. Fuck. Liebe Zuschauer, jetzt der ganze Sinn dieser Vereinigung. Wir wollten nach Hannover fahren, um zur Akademie Deutsche Pop zu gehen. Mhm. Und dort an einem Workshop für Synchronsprecherei teilzunehmen. Oder ich nehme an, es ist Synchronsprecherei, die Internetseite sagt nämlich... Wie klingt Hollywood auf Deutsch? Ja. Ja, und das Ganze beginnt um 16 Uhr. Wir haben es jetzt 13 Uhr. Und wir wissen nicht, ob wir eher losfahren sollen, um eher da zu sein, um in Hannover noch irgendwas zu machen. Weil wir wahrscheinlich eh nichts machen werden, außer irgendwo rumsitzen und irgendwas trinken oder Saturn irgendwelche Kameras klauen oder so. Oder ob wir warten und einfach pünktlich zum Termin ankommen und so lange Doubles spielen oder sowas und dann im Nachhinein irgendwas dort tun. Bin ich auch viel zu sehr auf diesem Video zu sehen, deswegen switchen wir mal schnell, damit auch ist ja gerade der, alles manuell. Dieser, kannst du das computen? Oh, yes. Das ist alles manuell. Du musst die Helligkeit manuell einstellen. Helligkeit? Du musst den Fokus manuell bedienen und du musst den Zoom manuell bedienen. Zoom. Das sollte nicht das Problem sein, schätze ich. Aber es funktioniert. Ich habe einen sehr guten Shot. Mach mal den Schrank hinter dir zu, dann sieht es geil aus. Schaffst du es, diese Technologie zu handeln? Wow. Und schon ist es zu. Geiler Typ. Jetzt sind deine Daumen nicht im Bild gewesen. Oh. Yeah. Aha. Das nenne ich doch mal einen geilen Typ. Yes. Also. Ja, genau. Wir können ja mal so anders fragen. Was erwarten wir uns denn eigentlich von diesem Ding? Am meisten hoffe, was man aus diesem ganzen Projekt oder aus diesem ganzen Workshop mitnimmt, ist, wie sowas aufgebaut ist, so Synchronsprechen, wie man sich Gedanken macht, die Planung davor, wie man so ein Skript irgendwie schreibt, dass man dann irgendwie einspricht und bla, und ob es da vielleicht auch noch irgendwie spezielle Dinge gibt, die man irgendwas betont, dass man das irgendwie speziell vermerkt oder so. Und das würde mich sehr interessieren. Ja. Ich bin mir sicher, dass der liebe Arndt Schmöhle uns wahrscheinlich sehr gut durch diese Sache leiten wird, denn er war ja 20 Jahre Synchronsprecher und Sprecher tatsächlich, muss man sagen. Und ich habe eigentlich einfach gar keine Ahnung, was er mit uns vorhat, weil es geht um 4 Uhr los und soll bis 22 Uhr gehen. Und es ist so Abendschule-mäßig und man hat fucking viel Geld dafür bezahlt. Und wenn ich da nicht ein geiler Bruce Willis bin, wenn ich da rausgehe, weiß ich auch nicht. Genau, wir haben nämlich 70 Euro dafür bezahlt. Ich werde dann duschen und du wirst höchstwahrscheinlich dir Gedanken machen, was wir jetzt tun, du Spaß. Yes. Okay, bis dahin. Der natürliche Lebensraum eines Arvids. Concentrated on his very own Sklaven. Um seinen Feind zu vernichten, in der Farbe Blau natürlich. Welche Fraktion spielst du? Briten. Aber Briten? Kotkis sind alle komplett anders. Ja, natürlich, weil ich den Standard habe. Ah, es ist ja nicht den ursprünglichen Ursprungsstandard, so wie ich. Wie, was soll ich denn gemacht haben? Nach dem Update hat sich's bei dir geändert scheinbar. Bei mir nicht. Oh, weiß ich nicht. Ich habe nicht mal mehr genug Holz für ein Haus, oder? Depp. Okay. Wir fahren jetzt los. Yes. Richtung Hannover. I will type in the destination. Und ich hoffe, dass wir mit genug Zeit kalkuliert haben. Unser Plan, etwas davor zu machen, ist kläglich ins Wasser gefallen. Weil ich auch gar nicht eigentlich so... Erstmal haben wir viel Zeit verschwendet, wie man uns halt kennt. Und... ich habe nicht damit gerechnet, dass wir doch so viel eher losfahren sollten. Okay, yes. Und Navigation starten. Jetzt will ich nur noch gucken, über welche Strecke er uns führt, weil ich
würde jetzt die Autobahn vermeiden, weil wir ja auch noch vom KGB gesucht werden. Ja. Und wir sollten einfach sicherheitshalber die Autobahn vermeiden. Wirtschaftlichste. Also, ja. Go! Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Zeig mir wohin, Frau! So. Oh Gott, da kommen die Nachbarn. Nigerius Ishma muss hart aufs Klo. Yes, meine Blase drückt und wir sind jetzt tatsächlich anscheinend angekommen. Es ist unheimlich zwielichtiges Turf hier und irgendwie habe ich auch gar keine Lust mehr und finde es komisch, dass ich dafür 70 Euro bezahlt habe. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird es von innen so, kennst das ja so hipstermäßig, so von außen alles runtergekommen, aber innen drin ist es so ein Loft, wo überall so abstrakte Kunst hängt und sowas, weil es ja angeblich eine Akademie ist. Akademie, das klingt ja schon ziemlich. Ja. Na, wir lassen uns definitiv überraschen. Mal sehen, vielleicht kann man es dort hinten erkennen. This is the building. So the red pseudo the red one. Alt gemacht, da ist ja leider rechts. Das ist aber echt eine. Na ja, gut. Na, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, da schätze ich. Das hoffe ich. Wir werden jetzt erstmal reingehen, sagen, dass wir da sind. Also, dass die VIP-Gäste dann wirklich da sind. Und werden uns dann am besten um eine Toilette kümmern, bevor Arndt Schmöle da ist. Arndt Schmöle. Denn der Herr muss mal wieder aufs Klo, weil er zu Hause nicht gegangen ist. Doch, weil ich bin vorher gegangen, aber meine Blase ist halt, kennst das ja. Ja. Nicht so die attraktivste. Okay. Ich würde sagen, go. 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 Ja. Es ist vorbei, der Workshop ist vorbei und ja, es, wie verpacke ich das jetzt am besten? Es war mit dem, den wir vorhin schon angesprochen haben, einfach wegen der Lustigkeit seines Namens, der Arndt Schmöle, ist an sich, wie ich erfahren durfte, ein echt geiler Typ an sich, ziemlich cool und ich habe auch erst da so wirklich erfahren, dass er zum Beispiel bekannt ist als Synchronsprecher von Joseph Gordon-Levitt. Aus Filmen wie Inception oder Looper oder wem diese Filme was sagen, auch mit Bruce Willis gewesen und Leonardo DiCaprio, also schon krasse Filme. Und gut, wenn man ihn sofort erstmal sieht und er dann spricht, merkt man schon, okay, der hat irgendwie schon so eine fancy Stimme. Aber man erkennt halt nicht sofort, zu wem die gehört, hat auch zig Filme, der hat uns auch ein paar Ausschnitte gezeigt von was. Und um jetzt einfach den Workshop zu nehmen, um ein Fazit zu ziehen, es war schon echt geil. Man hat erstmal relativ lang darüber geredet, so theoretisch, was macht diesen Beruf aus, des Synchronsprechers vor allen Dingen. Und ja, die ganze Diskussionsrunde war eigentlich schon echt nice. Wir waren, glaube ich, mit 10 Leuten ungefähr, waren wir dann insgesamt da. Jeder hat dann gesagt, ja, wie ist er darauf gekommen, was interessiert ihn da so hart dran. Und ja, und danach ging es dann weiter mit Praxis. Sie hatten dann ein lustiges Mikrofon und so einen Tontechniker und wir haben dann Szenen gemacht. Und das war ziemlich cool. Hat halt so ein, zwei Tricks und Kniffe dann einem gesagt, wie kriegt man die Emotion ein bisschen richtig rein und wie kommt man dann on point auf die Lippenbewegung. Das ist sehr speziell halt auf die auf Synchronsprechen drauf. Ja, aber an sich war es ziemlich geil, es hat sich gelohnt und ich denke, der gute Quert ist selber Meinung. Fragen wir ihn doch am besten. Wie ich den Workshop fand, ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Eigentlich habe ich es mir deutlich langweiliger an sich vorgestellt, aber der Kerl war wirklich sehr motiviert und dieser Arndt. Und hat da eben auch wirklich sehr viel Praxiserfahrung, wie auch wirklich das eigentliche Synchronsprechen an sich vom Job ist, einem erläutert. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, weil das war etwas, was ich jetzt persönlich nicht so auf dem Schirm hatte, woran ich jetzt gedacht habe bei dem Workshop. Ich hatte mir eher so jetzt, also was er natürlich auch erklärt hat und auch viele Eindrücke, genau viele davon, die ich mir erhofft habe, gezeigt hat, nämlich wie das ganze Synchronsprechen technisch überhaupt so abläuft, dass man eben einzelne Szenen vorgespielt bekommt, dass man dann erstmal gegenspricht, wo dann auch der Originalton noch zu hören ist und dann erst so selbst spricht.
und das aufnimmt, wie dass einem das gezeigt wurde, aber an sich halt dann auch noch andere Dinge wie ein bisschen, der konnte natürlich jetzt in den 6 Stunden oder was das jetzt waren, nicht total in-depth gehen, also nicht total in die Tiefe gehen, was man eben für Sprechtechniken hat, wie man eben gewisse Emotionen rüberbringt und wie man gewisse Szenen zum Ausdruck bringt oder sich zum Teil auch mit Geräuschen behilft. Ja, aber er hat dann eben auch, wie gesagt, sehr viel über die eigentliche Tätigkeit berichtet, wie der Synchronsprecher so an sich den ganzen Tag über die Runden kommt, lebt und welche Anforderungen so dieser Job hat, wo ich eigentlich auch schon davor wusste, dass es sicherlich nicht meins wird als Fulltime-Job oder sowas ähnliches, was auch nicht mein Plan war, aber halt im Generellen meines Erachtens relativ interessante Einblicke in die komplette Szene, die ich ganz cool fand. Ja, und somit bin ich sehr zufrieden insgesamt mit dem Workshop und ja. Genau. You are done. We are on the road again. Oh ja. Und damit konkludieren wir, schätze ich, meinen doch recht kurzen, aber recht coolen Ischmer-Besuch. Ja, denn es geht wieder zurück Richtung Münster Hafenstraße, wo der Bus dann auf mich wartet. Yes, es ist Zeit für die Rückreise. Jede tolle Geschichte hat sein Ende. Ja. Und ja, es hat sich im Allgemeinen sehr gelohnt. Was machst du da? Die Helligkeit richtig einstellen. Ach so. Ja. Aber wir sind noch auf Track. On Track. Ja. Yes. Ja. An sich hätten wir eigentlich viel eher planen sollen, dass einfach ein bisschen mehr Zeit ist. Es war nicht wirklich viel Zeit, noch neben den geplanten Aktivitäten dann tatsächlich noch irgendwas zu tun. Ja. Ohne dann zu wissen, scheiße, man müsste jetzt eigentlich fucking schnell schlafen gehen, weil sonst kommt man morgens nicht aus dem Bett und werter Herr muss ja zu seinem Postbus, der wahrscheinlich sowieso 3 Stunden zu spät kommt und noch warten darf dann. Und, ja. Naja, aber fürs nächste Mal sind wir gewappnet und das nächste Mal, schätze ich, wird das Big Union sein. The Big Union. Auf alle Buchstaben in dem Wort SICK oder in der Abkürzung SICK. Und das wird das erste Mal sein, wie ich den lieben Psycho sehen werde. Genau. Das ist tatsächlich immer noch nicht passiert. Immer noch nicht. Das kann ja an sich nicht so weitergehen. Hier, wenn man mich nochmal sieht, meine schöne Fresse. Bin ich denn auch scharf? Natürlich bin ich scharf. Ja, das war definitiv sehr cool. Leider sehr kurz. Das nächste Mal, wie gesagt, besser geplant. Aber ja, genau. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, was ich sagen kann. Ja, ciao, tschüss, sagt der Quert. Auf Wiedersehen. Jetzt muss ich hier den Ausknopf finden. Wo ist er denn? Oder?